Also es ist folgendermaßen, wir werden immer Dienstagnachmittag in den Sitzungswochen tagen. Also wenn jetzt die ersten Termine feststehen, dann ist es bis jetzt die nächsten, sind einfach die nächsten Wochen jetzt festgelegt worden. Aber wir rechnen damit, dass wir bis April, Mai auf alle Fälle die Sitzungen durchziehen müssen und möglicherweise noch zusätzliche Termine reinschieben müssen. Die Dinge, die in nicht öffentlicher Sitzung jetzt behandelt worden sind, das sind einfach nur die Verfahrensfragen. Das heißt, in welcher Reihenfolge sollen jetzt die Komplexe abgearbeitet werden, beziehungsweise welche Beweismittel werden noch zusätzlich beigezogen und welche Zeugen sind zu benennen. Und die Beschlüsse, die in diesen nicht öffentlichen Sitzungen gefasst werden, werden dann immer nach dieser Sitzung praktisch, wenn die Öffentlichkeit hergestellt wird, bekannt gegeben. Also das ist ganz normales Verfahren bei Untersuchungsausschüssen. Ja, bereits jetzt sagte ja der Ausschussvorsitzende Schindler, dass es notwendig sei, neue Akten zu beziehen, weil bestimmte Akten nicht vollständig seien. Darf damit zu rechnen sein, dass auch in Bayern die Behörden ähnlich auskunftsfreudig sind, wie das bei den Untersuchungsausschüssen in anderen Bundesländern oder auf Bundesebene der Fall war? Also ich habe mich schon gewundert, dass über die Sommerpause nur 69 Akten dann angeliefert worden sind. Manche sind natürlich etwas umfangreich, aber manche sehr, sehr dünn. Und vom Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern haben wir auch sehr, sehr wenig bekommen. Und da ist die Begründung, dass hier Löschungsroutinen vorgesehen sind und zu den einzelnen Komplexen, die wir aber wissen wollen, gar nichts mehr vorhanden ist. Also das ist schon sehr schwierig, hier überhaupt das Behördenhandeln nochmal wirklich stimmig nachzuvollziehen, wenn überhaupt keine Unterlagen mehr vorhanden sind. Also da bin ich schon sehr vor den Kopf gestoßen. Es ist also davon auszugehen, dass bestimmte Sachverhalte aufgrund der Löschungen im Bayerischen Verfassungsschutz schon gar nicht mehr aufgearbeitet werden können? Also zu der Operation Rennsteig zum Beispiel ist ganz wenig vorhanden und zu anderen Punkten, die in Berlin auch zur Sprache gekommen sind, scheinen keine Schriftstücke mehr da zu sein. Aber dann müssen wir einfach die Beteiligten, die damals gehandelt haben, befragen und da sind wir natürlich dabei, die einzelnen Zeugen zusammenzustellen und da gibt es inzwischen schon eine Liste von über 50 Personen, die als Zeugen in Betracht kommen. Die weiteren Informationen, die wir jetzt haben wollen, das bezieht sich insbesondere auf Personen, die uns während des bisherigen Aktenstudiums aufgefallen sind, die möglicherweise Kontakte zum NSU, zum Terrortrio gehabt haben oder Personen, die hier mögliche Helfer auch in Bayern gewesen sein könnten. Und da haben wir jetzt nochmal gezielt zu diesen einzelnen Personen nachgefragt, was hier noch für Materialien vorhanden sind. Denn ich denke, dass die Verbindungen Thüringer Heimatschutz, NSU nach Bayern viel, viel enger gewesen sind als bisher überhaupt bekannt. Und wir haben zum Glück manche Akten noch bekommen oder können bei Dingen nachfragen, die in Berlin im Untersuchungsausschuss aufgetaucht sind, wenn wir eben gezielt Informationen schon haben und dann nochmal nachfragen können, weil die Behörden natürlich sagen, wir können euch jetzt nicht alle unsere Aktenbestände jetzt hier papiermäßig durchgucken nach dem Heuhaufen- und Nadelprinzip. Ja, die Operation Rennsteig haben Sie gerade angesprochen, in die ja auch der militärische Abschirmdienst involviert war. Uwe Mundlos soll ja neben anderen NSU-Unterstützern während seiner Zeit bei der Bundeswehr auch in Bayern kaserniert gewesen sein. Inwieweit gab es denn darüber jetzt schon Auskunft durch den militärischen Abschirmdienst? Also vom militärischen Abschirmdienst haben wir jetzt in Bayern bisher noch keine Unterlagen bekommen. Die sind aber angefordert in Amtshilfe. Also alles das, was zu den Aktivitäten des MAD in bayerischen Kasernen vorhanden ist, bei den bayerischen Behörden und in Amtshilfe, was bei anderen Behörden hierzu vorliegt. Hintergrund ist der, dass sich 96 bis 2003 mehrere Geheimdienste zusammengeschlossen haben. Da war am Anfang auch der bayerische mit dabei, um V-Leute im Bereich Thüringer Heimatschutz zu gewinnen. Und da waren auch Soldaten dabei, die zum Teil auch in Bayern wohl stationiert gewesen sind.
Jetzt gilt es ja vor allem herauszufinden, wer die Unterstützerinnen und Unterstützer und die Helfershelfer in Bayern waren. Führende Köpfe der bayerischen Neonaziszene waren oder sind noch immer eng befreundet mit Personen des Thüringer Heimatschutzes. Welche Rolle spielt denn die aktuelle Neonaziszene in Bayern für den Ausschuss? Unser Auftrag ist sehr weit gefasst. Wir untersuchen die Neonaziszene in Bayern seit 1994 bis im Grunde bis zum heutigen Tag oder bis zum Juli, als der Untersuchungsausschuss eingesetzt worden ist. Und da werden wir natürlich die aktuellen Verbindungen auch uns anschauen. 1994 ist der Startpunkt, weil dort erstmals mundlos in Bayern aktenkundig geworden ist. Das ist dieses Kiesgrubentreffen bei Straubing, wo sich ja, über 30 Neonazis getroffen haben, 200 Liter Bier vertilgt haben und mundlos mit dabei gewesen ist, Hitlergruß gezeigt haben, skandiert haben, SS, SA, Bavaria und Hassmusik abgespielt worden ist. Und als dann das Lied Blut muss fließen von Tonstörung abgespielt worden ist, hat es eine Razzia gegeben. Da sind mehrere dann verhaftet worden, zum Teil auch hier Ermittlungsverfahren eingeleitet worden und da war auch Uwe Mundlos mit dabei. Und das ist sozusagen der Startpunkt, unser Aufhänger. Da können wir schon zeigen, dass es hier die Kontakte zwischen Bayern und Thüringen gegeben hat, zu Mundlos gegeben hat. Und bezeichnend ist auch, dass auf der, wahrscheinlich ist das eine Unterstützungsliste gewesen, Personen, die man anrufen kann. Diese Liste, die im Rucksack vom Mundlos in der Garage in Jena gefunden worden ist, die zunächst nicht beachtet worden ist. Da gibt es Namen von Personen, die auch bei dem Straubinger Kiesgrubentreffen mit dabei gewesen sind und noch ein paar andere Neonazis aus Bayern. Ja, auf einer dieser Listen war ja auch der Kader des Freien Netz Süds, Matthias Fischer, zu finden. Um ihn ranken sich ja eh schon ohnehin starke Vermutungen, dass er sehr, sehr enge Bindungen zum Thüringer Heimatschutz gepflegt hat oder ja hatte. Inwieweit gibt es das denn da schon genauere Infos? Also Matthias Fischer war damals eine Größe bei den insbesondere fränkischen Neonazis und er ist es heute noch. Und er taucht immer wieder im Zusammenhang auch mit dem Terror-Trio auf, wo Mitglieder des NSU auf Treffen gewesen sind, wo es Listen gibt, taucht meistens auch der Name Fischer auf und auf der Liste aus der Jenaer Garage, die ich vorhin erwähnt habe, also diese Liste von Personen, die man vielleicht auch fürs Unterschlupfen oder für Waffenlieferungen oder für Sonstiges ansprechen konnte. Da steht der Matthias Fischer auch drauf. Kürzlich wurde erst der Neonazi Gerd Ittner von Portugal nach Bayern überstellt. Inwieweit könnte denn Gerd Ittner zur Aufklärung über die Verbindung des NSU nach Bayern liefern? Gibt es da schon Bestrebungen, ihn über den Sachverhalt zu vernehmen? Na, ich hoffe doch. Also jetzt ist er ausgeliefert, jetzt ist er in Untersuchungshaft und er hat auch in dem Zusammenhang eine Rolle gespielt. Er hat zum Beispiel mit der Mandy zusammen Flugblätter verteilt in dem, also das war kurz vor oder kurz nach dem ersten Mord, in dem NSU gedankt wird und lauter solche Geschichten. Also der Ittner ist da auch eng verwoben in der ganzen Szene. Ja, obwohl in Bayern 5 von 10 Morden verübt worden sind, stand Bayern bislang kaum im Fokus der Berichterstattung. Keine Mauscheleien oder Pannen oder Verschleierungen sind von hier bekannt. Da liegt irgendwie die Annahme nahe, hat der bayerische Verfassungsschutz hier einfach sauberer seine Spuren verwischt als in anderen Bundesländern? Das ist die Frage, ob der Verfassungsschutz, obwohl er eigentlich viel mehr sehen musste, die engen Verknüpfungen gesehen hat. Von Vertuschungen, sowas müsste man beweisen, da habe ich bisher noch nichts gesehen. Es hat allerdings eine sehr zögerliche Unterstützung des Verfassungsschutzes gegenüber der Soko Bosporus gegeben. Als die Soko Bosporus endlich einmal in die Rechtsextremismus-Schiene hinein ermitteln wollte, sind da Informationen vom Verfassungsschutz sehr zögerlich erst gekommen.
Die SOKO wollte erst alle Informationen über bayerische Rechtsextremisten. Der Verfassungsschutz hat gesagt, nee, das können wir wegen dem Trennungsgebot nicht machen, dass wir euch alle unsere 3500 Datensätze geben. Dann hat es monatelang gedauert, bis dann wenigstens aus dem Nürnberger Bereich einige Namen genannt worden sind. Also da hat die Zusammenarbeit nicht gepasst. Aber insgesamt muss man sagen, sämtliche Behörden, ob jetzt Verfassungsschutz oder auch Polizei, haben meines Erachtens die Täter nicht im rechtsextremistischen Bereich gesehen oder vielleicht nicht sehen wollen. Und genau diesen Gründen, warum dies so gewesen ist, wollen wir ja im Untersuchungsausschuss nachdenken.